Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch Vierfach. Ja, die erste Fuhre Raps wird jetzt abgeladen und wir bringen jetzt das Toilettenpapier zum Aldi. Und da können wir das verkaufen und dann werden wir uns nochmal eine große Windkraftanlage kaufen. Weil einfach wir brauchen den Strom. Wir sind jetzt so knapp dran, weil wir verbrauchen jetzt mehr, wie wir produzieren. Deswegen müssen wir jetzt nochmal ein bisschen was produzieren. An Strom, dass wir da wieder deutlich mehr haben und dann eben auch die Produktionen schneller gefüllt werden. Und da habe ich dann einfach das im Visier, also relativ nah. Ja, okay, der ist jetzt auch schon da zum Diesel dann beim Holzfäller abladen. Weil die werden auch bald wiederkommen, ne? Also, wie gesagt, wir brauchen Diesel ohne Ende. Ja, und müssen wir uns auch langsam Gedanken machen, dass wir jetzt vielleicht auch sagen, wir werden Sonnenblumen auch noch anbauen. Und dann, ja, also wir müssen jetzt wirklich schauen, dass wir Raps, genug Raps anbauen. Dass wir da einfach ein bisschen Geld sparen können. So, im Sorghum Hirse wird wahrscheinlich in 9 Stunden 50 ausgehen. Oder was heißt wahrscheinlich wird ausgehen. Im Labor, in der Zuckerfabrik. Und dann können wir dort deaktivieren. Dann haben wir wieder ein bisschen weniger Stromverbrauch. Oder wir werden... Ah, nee. Also mit dem Plan mit Malzfabrik, Brauerei und Mehlfabrik die nächsten drei Produktionen. Also nee, wenn wir dann noch die Milch wieder in die Molkerei bringen, die Molkerei anwerfen. Nee, machen wir lieber jetzt wo wir es können. Das alles verkaufen oder kaufen. Besser haben und nicht brauchen, wie brauchen und nicht haben. Also wir müssen uns da immer ein bisschen im Klaren sein mit dem Strom. Lieber haben wir vom Strom ein bisschen zu viel oder zu viel, wie nachher zu wenig. Weil es bringt uns nichts, wenn wir nachher kein Geld mehr haben. Haben uns jetzt, sagen wir mal, ein Riesenfeld nochmal gekauft. Haben uns ein Riesenfeld gekauft und dann steht unsere ganze Produktion irgendwann, weil wir einfach das Geld nicht mehr haben. So. Also, wir suchen uns schon mal die Fläche raus. Dann gibt es nochmal Windkraft. Dann haben wir aber erstmal wieder ausgesorgt. Na gut. Wird die Fläche noch gekauft. So. Und dann gehe ich ganz kurz hier in die Nähe. Bauen. Dann kommt hier die Windkraftanlage weg. Haben wir die Windkraftanlage weg. Dann Produktionen, die sind ziemlich weit hinten. Und da bauen wir dann uns die riesen Windkraftanlage hin. Zack. So, und dann müssen wir sie natürlich auch noch einschalten. Windrad. Klack, jetzt läuft sie. Natürlich hauen wir uns dann mit der Wartung auch noch ein Ei. Das heißt, jetzt müssen wir auch hingehen. Aber dafür haben wir den Strom. Aufs
Teile natürlich. Und dann die Werkstatt auch nochmal aktivieren. Ja, das sind jetzt alles Kosten. Oder wir füllen die Werkstatt auf. Das können wir natürlich auch machen. Wir haben hier schon 1500 Liter Diesel jetzt produziert. Und bei den Holzfällern, nein, wir müssen zuerst die Holzfäller auffüllen. Okay, wie sieht es jetzt aus mit der Wartung? Okay, die Wartung ist okay. Wir haben noch mehr Wartung, wie wir brauchen. Das ist super. Wasser. Also Wasser tun wir jetzt aktuell auch mehr produzieren, wie wir brauchen. Wie gesagt, aktuell. Also das kann sich jederzeit ändern. Moment. Genau, den hier, den will ich jetzt zurückschicken zum Hof. Das heißt, den tun wir jetzt hier auch ab, ausleeren. Haben wir den auf jeden Fall wieder voll. Ja, und den hier so einen gewissen Teil wieder voll. Passt. Ja, passt nicht wirklich, aber passt. Haben wir jetzt zwei Windkraftanlagen. Jetzt produzieren wir wieder genug Strom. So. Ein Tag, 7 Stunden. Da theoretisch können wir jetzt auch in den Juni vorspulen. Weil wir haben jetzt wieder alles soweit erledigt, was zu erledigen ist. Und der andere fährt halt hin und lädt dann wieder ab. Es regnet jetzt erstmal. Jetzt ist die Zuckerfabrik an erster Stelle. Und kurz drauf kommt dann das Abwasser, wo wir wieder deaktivieren können, dürfen, müssen. Dann sind wir mit Zellstoffwasser. Also, so. Die elektrische Ladung geht jetzt halt steil nach oben. Aber wir müssen jetzt natürlich darauf achten mit der Zuckerfabrik. Ach, 3 Stunden. Dann können wir vielleicht schon am nächsten Tag mal den Diesel abholen an der Dieselfabrik. Papierpalette am Baumarkt, ja, das lassen wir jetzt alles erstmal so stehen. So, komm, hier ist alles verbraucht. Jetzt habe ich im Moment nicht aufgepasst. Aber da sparen wir auch wieder 100 Strom und auch einige an Kosten, genau, einiges an Kosten. So, Zuckerrohr, ne, brauchen wir nicht. So, hier oben sehen wir natürlich, wir haben ordentlich Kompost oben noch. So, wie sieht es denn hier aus? Produzieren wir auch jetzt sehr schön den Flüssigdünger. Ja, schön. Kompost. Wir gucken, Flüssigdünger 1000, 1000. Ja gut, das sind halt keine Kosten, ne? 50 Strom, aber 200 Strom, 400 Strom. Allein Düngeherstellung hauen wir 400 Strom raus. Ja, das ist ein Wort. Ja, das ist echt ein Wort. Was ich jetzt vielleicht noch überlegt habe, ob wir jetzt mal sagen, wir tun noch ein bisschen Leerpalette im Schichtbetrieb produzieren, weil dann kriegen wir auch wieder ein bisschen mehr Hackschnitzel. Kosten uns aber halt auch wieder 200 Strom.
Aber das ist mir jetzt egal, das tun wir es aktivieren. Weil so können wir dann unser Wasserproblem lösen. Und Kläranlage, tun wir es inaktiv schalten. Wenn wir jetzt hier die Gülle aktiv schalten. Gut, da haben wir jetzt von 200 Strom. Gehen wir jetzt auf 100 runter, also auch nochmal die Hälfte. Dann sind wir 11 Stunden Gülle, also wir können dann komplett die Nacht überspulen. Wir können jetzt die Nacht komplett über durchspulen. Bis am nächsten Tag 7 Uhr. Und da können wir dann schauen, was wir als nächstes brauchen. Holzfäller 3 Diesel, das habe ich gewusst. Oder geahnt, besser gesagt. Die Gülle, die läuft hier sauber durch. Haben wir noch mal ein bisschen Kompost bekommen. Oder bekommen wir noch mal ein bisschen Kompost. Juni. Oh, das ist gut. Vielleicht Dinkel und Radikale ernten. Müssen wir einfach einen kleinen Moment noch warten. So, jetzt muss da natürlich der eine hier warten. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Verkehr aus. Oh, Eier wären jetzt im Angebot. Schade, schade, schade. Aber wir können weiterhin. Nee, wir können nicht bis 7 Uhr laufen lassen. Wir brauchen auch nur bis 6 Uhr, weil es ist hell genug. Klärwerk, Gülle deaktivieren. Da sehen wir auch, wir haben hier einiges an Kompost wieder. Wasser haben wir auch wieder ordentlich Liter. Diesel, ja, könnte besser sein, aber besser wie nichts. Und vom Raps ist jetzt die letzte Ladung dran. Vom Raps ist jetzt die letzte Ladung dran. Hier sind wir jetzt im Dinkelfeld. Ne, noch nicht. Pappel im Wachstum. Ja, das wird auch noch was, das hier zu häckseln. So, wo haben wir das denn? LKW. Hier haben wir den LKW. So. Wir fahren mit dem erstmal zur Dieselherstellung. Ja, du bist mir zu langsam. Du bist mir zu langsam. Dann holen wir jetzt eben Diesel von der Dieselfabrik, also der erste eigene Diesel. Dann würde ich gleich mal schauen, ob ich da reinkomme in die Raffinerie. Da natürlich in die Zellschaft noch Wasser hochbringen. Sägewerk Hackschnitzel läuft. Das wird ja wieder produziert und zwar jetzt ein bisschen schneller und besser.
Mal schauen, ob wir da reinfahren können. In die Raffinerie. Ob das auch mit dem LKW funktioniert. Funktioniert leider nicht. Aber gut, meine Freunde, das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.